Jo, mein Name ist Labinator, ich begrüße euch recht herzlich zurück zu einer neuen Folge Rocket League. Ich habe ja diesen Artemis drinne mit der weißen Wave und dem neuen Sticker, also vom Season Pass 2. Ich bin Level 180 schon. Wir haben es 0:48 Uhr. Ich dachte, ich nehme mein Video auf. Ich wollte es gerade auf Englisch aufnehmen, weil ich es irgendwie cool fand und naja. Ihr seht schon, ich habe neue Reifen drauf, so ein bisschen. Also wie gesagt, ich habe ein bisschen reingesuchtet, könnt ihr, ja, ich habe reingesuchtet hier, ihr seht, der Season Pass ist gut gefüllt. Hier meine Karrierestatistiken. Nein, die wollte ich euch nicht zeigen, sondern ich wollte euch ein Replay zeigen. Und zwar wurde ich als Virginator bezeichnet in meinem Game. In meinem Game, in meinem Spiel. Das habe ich anscheinend, nein, wir haben es verloren, ja. Daran konnte ich mich auch noch erinnern. Ja. Also dieses Virginator kam von einem meiner Gegner nach einem Spiel. Jo, ich würde sagen, ich zeige euch das Replay einfach mal und vielleicht werde ich dazu im Hintergrund irgendwas sagen, wie so kommentieren. Ich hoffe es. Ich krieg die richtige Perspektive ausgewählt. Ich vermute nicht. Echt dumm. Nein, aber so, Spieleransicht. Und jetzt muss ich den Spieler wechseln. Zack, zack, zack. Wo ist Labinator? Wo ist Labinator? Ah, da habe ich mit dem Centio V17 gespielt. Übrigens, die Reifen sind auch neu. Das sind die Plasmatic. Plasmatic in Purple, vermutlich. Glaube ich, weiß ich nicht genau. Ja, ich habe keine Ahnung, ob man das irgendwie ausblenden kann. Ich vermute schon. Ich bin wahrscheinlich bloß so inkompetent dazu. Ja, seht. Ich habe ganz normal gespielt. Ich weiß gar nicht, welchen Rang. Schätzungsweise war ich da. Sowas wie. Also ich dümpel die ganze Zeit gerade bei Dia 2 und Dia 2 und Dia 3 und so. Also dazwischen irgendwie rum. Vielleicht ist das Game sogar noch aus Dia 1 Zeiten. Ich weiß nicht genau. Ich hoffe einfach, die Anzeige da unten stört euch nicht. Ich hätte jetzt auch gucken können, wie man sie wegmacht. Aber ich habe schon angefangen aufzunehmen. Deshalb hatte ich gerade keinen Bock. Und das 0:48, also ja. Schön gemisst gerade den Ball. Kann ein bisschen analysieren das Game von mir selbst, wie ich so spiele. Weil ich weiß nicht, man sieht es ja genau, ihn schön weggecrashed, das war dumm. War eigentlich natürlich gut, gehe auf den Ball, verkackt den aber und meine Mates, ja. Die hätte man deutlich besser klären können. Und jetzt hier, das war glaube ich mein erster. Wurde es überhaupt als Parade gezählt? Ja, wurde es, aber es wird nicht angezählt. Ja. Wie auch immer, ich schön ins Tor gegangen hier. An der Pfostenwand hochgefahren. Mein Mate, keine Ahnung, was der oben macht. Ich versuche den Ball zu kriegen, block ihn natürlich in den Gegner rein. Mein Mate macht es eigentlich jetzt gerade sogar gut. Den Pass jetzt nicht. Ist wieder dieser Pass. Jetzt fahre ich drauf, das war dumm. Ich hätte woanders hinfahren sollen. Und jetzt kriegen wir ja auch gleich. Nein, ich weiß gar nicht, die Tore fallen ja erst später. Ich sehe es ja hier, Leute. Auf jeden Fall. Ich gerade wieder den Ball irgendwie so ein bisschen geblockt. Nach vorne gefahren, ohne Boost, hinspringen. Schön verkackt, da mit dem anderen die Chance nehmen. Der denkt, ich komme ran. Seht auch, wie ich meine Perspektive hier wechsle. Also, ich spiele mit Maus und Tastatur. Das heißt, ich kann die Kamera nicht drehen. Und da mache ich das 1-0 sogar. Nach 2 Minuten, 2-3, also, na, nee. Nach 2 Minuten irgendwas anderes. Cool, der Countdown wird nicht mehr angezeigt. Das ist halt extrem kacke. Er crasht mich weg, aber ich bin halt ein Machine. Da, wegen den 10 war der mich, glaube ich, hier Virginator genannt. Ich da so hin bin, aber das war ja auch relativ neu in Ordnung. Es war dumm von mir, da mitzufahren, außer ich hätte den Backpass spielen können. Habe ich aber nicht geschafft. Ja. Seht ihr mal, wie ich so ein komplettes Game Rocket League spiele. Also ich kann es halt, ich habe es probiert mal während des Spiels zu kommentieren. Das war eigentlich richtig gut von mir, hinterhergehen, den Ball halt zu blocken. Also ich finde es zumindest eine sinnvolle Aktion, weil hältst du den Ball meistens vorne. Meistens, sage ich. Mit Absicht, weil es nicht immer klappt. Da hätte ich besser reacten können und der sollte jetzt drin sein. Ja. War klar. Achso, unten sehe ich ja sogar, wenn die Tore fallen. Der sollte jetzt drin sein. Ja gut. Jetzt fahre ich die Jets übrigens am Himmel, sind ganz schön, man guckt sich, jetzt habe ich mal Zeit dazu, man kann sich jetzt mal die Map an der Seite angucken. Also,
Finde ich eigentlich ganz schön, wie das so gemacht ist alles. Also die Animation, ich weiß nicht, für Spieler mit schlechten PC und so ist es, glaube ich, ziemlich scheiße alles. Ich weiß nicht, den Ball hätte man gerade haben sollen. Würde ich mal hätten. Ich könnte jetzt auch backgehen. Ja, ich mach's mal kurz. Jetzt gucken wir mal kurz, was der gemacht hat. Ich fahre drauf, krieg den Ball nicht, komm auch nicht nach hinten. Einer muss jetzt hin, der verkackt und der zweite ist dann ausgenockt, weil der andere halt so komisch hingeht. Damit führen die Gegner schon 2-1. Ich kann nichts machen. Bin da chancenlos. Ihr seht, ja, das war eigentlich gut. Setzt danach, blockt den aber, ich weiß gar nicht, ob er ihn aus dem Tor rausblockt. Jetzt probiere ich zu flanken. Ja. Da passiert natürlich nichts. Also sowas, ich flanke in letzter Zeit öfter aufs Tor und da passiert nichts. Das bin ich schon gewohnt. Ich weiß nicht, ob es gut oder schlecht war von mir jetzt ranzugehen. Probiere ich den jetzt zu machen. Habe natürlich keine Chance ranzugehen, hätte ich vorher wissen müssen. Jetzt geht's nach hinten. Und jetzt gehe ich ran, verkack's aber wieder. Ist natürlich schlecht. Und jetzt hätten sie eigentlich gerade den Deckel drauf machen können, wenn er es besser spielt. Also wenn er ihn leicht tropfen lässt. Oder voll. Also es. Er hat irgendwie genau das Falsche gewählt. Ja, der Ball ist. Also ist zwar gut, dass sie ihn irgendwie blocken, aber dann muss ich halt hinterherfahren. Und da mache ich halt gar nichts. Ja, den habe ich jetzt interessanterweise. Ja, den Ball irgendwie rausblocken. So, und das war auch ziemlich gut. Ja, da nochmal den Ball nach vorne treiben, da ist kein Boost. Schöne Scheibe. Und jetzt, ja, was soll man machen? 11 Sekunden left. Und da kommt jetzt von mir das Lucky Tor. Das darf nie im Leben ein Tor sein. Muss man einfach sagen, der Gegner hat es gerade richtig scheiße gespielt. Also wir hätten gar nicht 3 Sekunden vor Schluss. Ihr seht selbst auf der Uhr, da ist, wir sind noch in die Verlängerung gekommen. Das ist ja. Wieso sind wir in die Verlängerung gekommen? Wegen diesem Lucky Goal gerade. Das ist halt das Niveau. Man merkt den Niveauabfall extrem krass. In Rocket League von. Ja, ich habe halt Champ gespielt. Diese Zeit lang kann ich euch auch dann gleich zeigen, dass ich Champ Rewards wirklich habe. Also, ja, ich habe. Oder vielleicht mal ein Video auch machen, wie ich Champ-Zeiten gespielt habe. Aber ich habe halt. Kommen damit teilweise echt nicht klar, wie die nicht rotieren, also ja, meistens nicht rotieren oder schlecht. Ui, da hat mein Game da geleckt. So hat er jetzt. War eigentlich abzusehen, dass der Ball so droppt. Da wieder rausgehauen. Geht mein Mate jetzt hin? Ja, aber wie geht der dahin? Das ist ja schon wieder so eine. Da mache ich wenig, da hätte ich, ja, ich bleib hin, ich bleib standardmäßig mittlerweile hinten und mach so ein bisschen den passiven Spieler, weil, also wenn die nichts machen vorne, also wenn ich weiß, dass die Bälle irgendwie missen, kann ich ja auch nicht vorne bleiben. So, und da ist er jetzt wieder in die gleiche Ecke drin, keine Chance für mich. Das war's mit dem Game. Jetzt landen wir wieder im Menü. Landen wir im Menü oder nicht? Weiß ich gar nicht, wir landen nicht im Menü anscheinend. Ich kann auf Escape drücken. Kann ich das Replay ändern? Dann sehen wir ein Replay mit How. Ich weiß nicht, wieso ich es mit How benannt habe. Es ist sozusagen jetzt eine, keine Ahnung, eine Game-Analyse von mir selbst, von meinem eigenen Dingsy. Von, ja, auf Autocam, nein, fliegen, Position folgen. Spieleransicht hätte ich vielleicht mal. Achso, ja, das ist von eben gerade von vorhin. Das von eben gerade ist gut gesagt. Seht wieder mich, ja, da das Artemis, das ist auch was ihr auch im Startmenü gesehen habt, weil es halt von gar nicht so lange her ist, die Aufnahmen gemacht habe. Ja, der Ball gerade schon wieder. Die beiden gegen meine Mitspieler sind, zur Information, Dia 2 habe ich nach dem Game gesehen. Und ja, ich weiß nicht, ob das Dia 2, ob man das überhaupt Dia 2 nennen kann, oder den einen haben wir, also mit dem. Also das war ja gerade schon wieder eine super Safe, aber es ist gar nicht so kritisch eigentlich. Aber so, ich sag jetzt, dass er fahren soll. Er fährt auch. Ne, achso. Der sollte gar nicht fahren. Aber das war jetzt schon wieder so eine Sache. Den habe ich relativ gut gehalten. Glanzparade dafür auch bekommen. Ja. Dieser Drop hier halt.
Jetzt weiß ich nicht, fahre ich darauf? Ja, ich fahre drauf. Ich probiere auf die Ecken zu spielen, dass der halt in die Mitte reindroppt. Also ich hoffe, dass der. Ich muss vielleicht besser kriegen, dass er auf dem Rand bounced. Aber ist halt nicht gelungen und gelingt mir meistens sowieso nicht. Ja, schön über den Ball rüber gesprungen, das war peinlich. Also ich spiele ja schon scheiße. Und dann muss ich den hier Backboard spielen. Also übrigens Backboard und Backpass, also ja, sozusagen die hintere Torwand anspielen und Rückpässe spielen, geht bei denen gar nicht. Ich weiß nicht, ob man es noch sieht, aber es ist halt relativ kritisch. Ich weiß nicht, ob ich es in dem Spiel gemacht habe. Den miss ich hier richtig dumm. Hätte ich vielleicht haben können, aber was soll's, er fährt unten ja auch rein. Also ist ja mit meinen Fehlern ein bisschen. So geht los, Ungo. Ja, das ist schon hart, also wenn man das so sieht. Also ist schon traurig, dass ich sagen kann, ich habe vor einem Monat Champ gespielt und ich so mein Rotationsverhalten und mein. Ich weiß nicht, wenn irgendjemand das sieht, der vielleicht Rocket League gut kann, der sagt dann jetzt, hey, du spielst doch gar nicht so scheiße, aber wenn sich das anguckt, hier schön in die Luft gegangen, wenn der eine da, der Mitspieler zum gleichen Ball geht. Hier, ich wollte einen Backpass spielen. Spiel da mit meinem eigenen Mate aus, also ja, also ich wollte einen Backpass halb spielen, bin einfach nur zurückgefahren. In dem Moment haben die Gegner die ganze Zeit geschrien, guter Pass, wollte keiner mich provozieren oder so. Es war halt aber, was soll ich machen? Ich fahre nach hinten, da brauchst du nichts provozieren, das ist einfach eine natürliche Bewegung sozusagen, die du fährst und dann ist der auch drinne, wenn er jetzt nicht so wie meine Mates ist. So, jetzt muss ich gucken, dass ich den blocke. Jetzt muss ich gucken, dass ich den blocke. Also ist. So, den habe ich jetzt lucky gehittet. Ohne Boost. Und so eine Dinger mache ich gerne, dass ich runterspringe, ja, nachspringe. Ich krieg die noch nicht ganz. So, eigentlich. Guck, da backt er unter den Ball durch. Die Mate fährt halt drauf. Auf den Ball. Naja. Die Gegner führen. 2-1, also die Führung ist gerechtfertigt, so, er hat ihn jetzt noch, ich fahre aber auch drauf, Fehler, der Triple Commit von mir, damit steht das Tor eigentlich offen und Chance das Ding zu machen, machen sie trotzdem nicht. So, ich wieder drauf, also war eigentlich abzusehen, dass ich später da bin, hätte ich sehen müssen, ja genauso drauf, sowas passiert mir übrigens nicht, also dass ich so wie der gerade drüber fliege. Nee, warte, er ist runter durchgeflogen. Der weiß und. Wie war es? Egal. Auf jeden Fall, sowas passiert mir eher selten. Bei mir ist es so, dass ich über diesen Ball drüber fliege. Was richtig weird wirkt. Jo, jetzt geht der Ball aufs Tor. Und jetzt hätte er. Wieso fährt er da nicht hoch? Er blockt mich stattdessen weg. Ich muss rückwärts fahren, muss den Ball jetzt kicken. Kann ihn nicht so schön Volley nehmen, weil ich eben rückwärts gefahren bin. Rückwärts fahren ist übrigens scheiße. Fall ist übrigens nicht so schön. Die Scheiße macht sich einfach fürs Spielen nicht gut. So, ich fahre wieder zu dem Ball. Der hält ihn, was eine Frage, und er macht ihn nicht. Er springt daneben. Also, der trifft nicht mal den Ball. Jetzt muss ich wieder hier versuchen, irgendwen zu blocken. Jetzt ist der eigentlich drinnen. Normalerweise liegt er ihn gut ab. Macht er aber nicht. Hätte jetzt übrigens gerade eine Rolle machen können, dann wäre ich vielleicht auch rangekommen. Jetzt weiß ich nicht, fahre ich drauf, fahre ich nicht, weil ich weiß ja immer, meine Mates mittlerweile, die fahren einfach drauf. Also die sind so ballfokust. Die chasen richtig, so wie ich gerade. Zack, schön gechased. Naja, wobei, so hart war es jetzt nicht. Egal. Egal, aber es ist halt so, mein eigenes Spielniveau, würde ich sagen, leidet darunter auch, dass ich so und also dass ich hier spiele, so schlecht. Kann ich auch mal den Ball, den macht er den nicht rein und ich block den jetzt. Es war aber, wie gesagt, unbeabsichtigt. Ich fahre drauf, er fährt nach hinten, er fährt nicht nach hinten. Ich hole den Boost und ja, ich habe mich gerade, ich weiß gar nicht, hat da vorne, glaube ich, relativ viel Boost, habe mich selbst ausgeboostet. Hätte ich früher hochgehen müssen. Ja, hätte ich den auch gehabt. So, Spiel ist vorbei. Ich weiß nicht, ob euch so eine Analyse gefällt, ob euch sowas interessiert oder nicht. Seht ihr jetzt hier das coole Bild von mir? Achso, ich wollte ja noch die Champ Rewards zeigen. Ja, dann gehen wir mal kurz ins Menü spielen, online spielen. Oh, und da seht ihr, ich habe die Champ Rewards hier mir geholt. Bekommen, ja, Großmeisterrang, also Grand Champion bräuchte ich dann vorrücken.
Habe ich nicht. Ihr seht, Liga 2, Liga 4 hier. Ich dümpel da rum. Platten 3, Liga 4. Ich bin hier auch aus Tier 1 hochgekommen. Hier 1 gegen 1 war ich noch nie höher. Jo, das sind die anderen Ränge, falls ihr irgendwie interessieren. Club brauche ich nicht zu interessieren. Weiß ich, Statistiken auch nicht wirklich. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen und wir gehen in den Ausstellungsraum, gucken uns den McLaren an, könnten uns den McLaren kaufen, machen es aber nicht. Und damit wünsche ich euch einen schönen Tag. Tschüssi.